Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Neue Aufnahmesession. Wir sind hier wieder im Lager. Hier haben wir jetzt zuletzt gespeichert. So, und wir haben wieder ein bisschen was zu tun. Der gute Arthur Morgan. Wir müssen zu dem Strauß müssen wir und wir müssen zu Dutch. Und hier ist irgendwas aufgegangen. Ist aber direkt wieder verschwunden. Was haben wir denn hier? Brief von Vater an Lenny. Lieber Leonard, 3 Tage ist es erst her, dass du und deine Mutter so pflichtbewusst am Gleis stehen geblieben seid, bis mein Zug außer Sicht war und doch habe ich schon das Bedürfnis, euch zu schreiben. Wie stattlich du aussahst, du musst dich in Enthaltsamkeit üben und zwar früh. Es gibt Themen, über die ein Mann, der wie ich erzogen wurde, leichter schreiben als sprechen kann. Selbst mit seinem eigenen Sohn, ich erwarte nicht, dass du das verstehst. In gewisser Weise hoffe ich, dass du es nicht verstehst. Das hier ist ein solches Thema. Ich weiß, dass ich dir manches Mal mehr Lehrer als Vater war, aber bitte denke wegen meiner ganzen Ansprachen über deine Zukunft als Anwalt nicht, dass ich dir eher einen Schüler als einen Sohn sehe. Wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen, werde ich wohl wieder angespannter sein, aber diese kurzfristige Distanz gibt mir die Freiheit, dir zu sagen, dass du schon mehr wieder gut gemacht hast, als du denkst. Oder als du überhaupt wissen kannst. Oder als man dir zumuten sollte. Ich erwarte, dass du im Vorgarten Schnee geschippt hast. Ich weiß, dass es dich langweilt, aber du musst dich auch an nützliche Arbeiten gewöhnen. Seien sie auch noch so lästig. Und wie immer liest deiner Mutter diesen Brief laut vor. Und wo ich nicht geschrieben habe, sage nicht mich, dein dich liebender Vater. Es aussieht wie der Charles Jagen oder irgendwas. What you preparing for? The greatest of gifts. An unguarded stagecoach. No, you simple-minded fool. Bison. Bison? Bison. From which you can get anything. There's some over on the plains, I believe. I saw a couple a long way off. Huh. Good luck. You want to come with me? I'll show you how we hunt one. Sure. Why not? Der hat einfach ein Bolt-Action-Gewehr schon. Cheater. Hallo, ich will auch eins. Das ist ja frech. Come on, girl. You know, it was before my time, of course, but my mother used to tell me stories of how her tribe moved with the bison. They lived almost as one. The bison went, my people went. And they were the center of all life. We couldn't survive without them. They provided us with everything. Food, clothing, shelter, tools. It was a lot of respect. Huh. I don't remember much of my childhood, but I think my people, well, we pretty much moved with the whiskey. Well, my father did that too. Let's try over here, to the left. Schon sehr ironisch, wenn man dran denkt, dass wir die Bisons im ersten Teil dann mit John ausrotten, na? Oh, da sind sie. You see them all? Incredible, aren't they? We should only kill one of them. I'll keep them ringed in and you see if you can bring one down. Okay? Clean as you can. Okay. Erlege ein Bison. Alter, ich habe die Waffen nicht dafür. Wie soll ich denn einen erledigen? Hey, hey. Doppelläufige kann ich halt reindrücken. Der Repetierer, der wird keinen großen Schaden machen. Komm her. Ah, ich will den anvisieren. Oh. Butcher it. Take the horns too. It can all be used. Good job. Stow that on your horse and mount up. I wanna go check something out.
Okay, let's go. Where are we going? I thought I saw some scavenger birds over here. Just wanted to see what attracted them. 100%ig wurden da Bisons getötet. Mehrere. Oh ja. No. Look. Bison. Shot and left for dead, it looks like. Why would someone do that? I don't know. But I see tracks heading in this direction. I say we follow them. Ja, die haben auf jeden Fall eine Lektion verdient. Teilen wir denen mal eine saftige Lektion. Irgendwelche Trophy-Hunter, Alter. Could it have been an animal? No, they've been shot. I just don't know why anybody would just leave them here to rot like that. Und der Charles, der macht das schon richtig. Man nimmt sich nur das, was man braucht. Another dead bison on the hill to the right. Come on. Ah, da oben. Shot and left for dead again. But this one looks fresher. There's a camp there. I'm gonna take a look. What a damn waste. Absolute Verschwendung. Gibt's hier irgendetwas? Die waren erst doch vor kurzem da. Hogs haven't gone cold yet. Maybe half a day since they left. Bison's been dead about the same amount of time. So what do you want to do? They could still be in the area. Let's get up higher. See if we spot anything. This way. We should have a good view from up here. Okay. You see anything? Da hinten sehe ich was. I see some smoke to the east. Maybe another camp. It's worth a look. All right. Let's go. Killing for fun? You think we can talk? I don't kill for fun. I kill when I need to. Look, more dead bison. It has to be them. Come on. Wait up. Oh, Charles is sauer. What's your problem? I said, did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison. We'll shoot you too if you don't get. What business is it of yours? What? We. It's not business of mine! Good God, you're crazy! Look, I got a family. A family. Don't shoot me. Stand back, Charles. I'll get you some answers. What the hell are you doing? Why are you killing those bison and leaving them to rot? I don't know what you're talking about. God damn it, tell us or you're dead. Oh, okay. We were paid to kill as many as we could and make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. No, please. Don't. I've heard enough. Stück Scheiße. Damn right. That's what he deserved. I've seen enough of this. I'm heading back. Okay. I'm gonna see if there's anything worth taking from their camp.
I'll catch up with you later. Schüre für vergiftete Wurfmesser. Pferdewigger. So. Das sind Viecher, oder? Noch irgendwelche Blumen. Es ist tatsächlich Sanddymion. Ich hab's mir gerade im Kopf gedacht, na. Könnte es Sanddymion sein? Muss auch noch was essen davon. So. Alter, hab ich da gerade eine Schlange gehört? Calm down, Denver. Wo ist der Wichser? Also im Nachhinein überlegen ist Denver gar nicht so ein guter Name, ne? Jetzt ein Weibchen, das müssen wir vielleicht nochmal umändern. Oder gibt es auch eine weibliche Denver? Könnte auch sein, oder? Der, ich höre hier überall irgendwelche Viecher. Sehen tust aber so gut wie gar nichts. Hast du da einen Vogel? Präriehuhn ist das. What? Ja. Wir gehen sofort zum Lager zurück. Jetzt fängt es aber an zu pissen. Wir brauchen unbedingt ein besseres Gewehr. Stärkeres. You
ain't supposed to be here. Get lost. You don't like visitors, huh? Oh, sehr freundlich. Dreier Weißwedel Hirschbuck. I know, girl, just give me a second. Bison. Ist das hier ein Feigenkaktus? Die kann man gar nicht nehmen, oder was? Schauen sie ähnlich aus wie die Feigenkakteen aus dem ersten. Let's go, girl. Ja. Faster. Identify yourself. Ach, Johnny Boy. Arthur, dumbass. Ain't even gonna ask where you've been. You're keeping busy. Trying to. Enough out of you. Mehr die Hilfe jetzt nicht. Yep. So. Shame on you. It's all good. Calm down. Irischer kleiner Bastard, Digga. Spenden. I'm down to the scraps here now, Mr. Morgan. Well, the quality's a bit lacking. We won't get much for it. Ist das überhaupt richtig gewesen? Ich muss sie, glaube ich, erst spenden. Ich bin sehr in meinem Crafting im Moment, Mr. Morgan. Ich bin sehr happy, dir etwas zu machen, wenn du mir die richtigen Materialien bringst. Größtenteils will er ja sogar ganze Kadaver haben. Ich brauche dieses, immer noch dieses Lederbearbeitungswerkzeug. Ja, Digga, das ist halt echt kacke, ne? Müssen wir, glaube ich, in so einen Gemischtwarenladen oder so gehen. I don't know. So. Machen wir hier mal die Strauß-Quest. Schulden eintreiben. Herr Morgan! Herr Morgan! Mr. Strauss? You busy, my friend? Why? I'll cut you in. Loaning. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Badly. Miss Lily Millett is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Aye. I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. I just miss him so much. Drei bei einem der Schuldner gilt ein. Oh, sie ist wieder am Leiden. Die rollt hier wieder ein bisschen rum.
Verständlicherweise. How you doing? I can't say I'm doing too well. Yep. Things are pretty bad. Sag mal, hat diese Molly gerade gelauscht, als die zwei geredet haben? Das sah voll so aus, ne? Careful with that axe. You can stay with us as long as you want. Thank you. It's the least we can do. Okay, I'll catch you later then. All right, Arthur. Off of Morgan. Well, I suppose I'd better go look. Bisschen was wieder neu machen. Weil wir ja schon wieder Fell eigentlich dazu beigetragen haben. Spenden. Oh, $10. Für die Gang. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, die arme Tilly, Digga. Zu wem soll man jetzt überhaupt hingehen? Was ist denn so am nächsten? Mr. Wrobe. Hallo, hopp. Look at this, my friend. Tobacco. Nature's gift to us all. Focuses the mind like nothing else. Whatever you say. Well, I say, why buy it off the shelves when you can make your own? Well, plenty left here if you're interested. I'd best keep moving. Oh, son. Mister. Das ist ja nett. Let's go, girl. Slow up now. Oh, warte mal. Ich glaube, hier ist irgendwo der Schatz in der Nähe. Das hier ist nämlich, glaube ich, die City hier, wo wir gerade sind, dieses kleine Dorf. Das ist ein Fluss. Irgendwie gegenüber. Das ist aber nicht das hier, oder?
Es ist auch das hier wirklich. Nee, das ist ja keine Kirche da am Ende. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre es das da hinten, ne? Oh, ich glaube sogar wirklich, dass es das ist. Das sind diese zwei Steine. Irgendwo da oben ist dann der Schatz, glaube ich. Oh, das müssen wir uns mal merken. Gehen wir da gleich mal als nächstes an. Knock, knock, Mr. Robe. Przepraszam, co pan robi w moim domu? God damn it. Super. English? Speak English? Me? Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das, das, the Kaiserreich, I don't speak German neither. Here for money. Kaiserreich, money. Alter. That you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? No. No. Nie, nie. Keeping that silver. Potrzebuję trochę czasu. Znajdę ci pieniądze. Oh, still don't understand you. God damn it! You have a debt to Herr Strauss. Pay up! Stop! Już nie mam siły. Soll ich wirklich schlagen oder was? Yes. I have your things. Okay. I have anything in here or out there. Yes. Don't even speak English. Very valuable. Good. Not good yet. Der ist so gut wie gar nichts, die Amazon. Aber warum leiht man sich denn an Geld, wo man sich zurückzahlen kann? Das ist nicht gut. Yes, 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 yes. Nichts. Longer I look, the madder I get. Ist auch nichts. Hier nicht.
Ja, ich weiß, wo das andere Zeug ist. So, Kumpel. Abflug. Co, przepraszam, nie rozumiem. Move aside. Rusakom nie można ufać. Was soll dem Preuß nicht trauen oder Amerikanern? What do we have here? Moja obrączka, nie! Just keep quiet. Okay, that should about cover things. Einfach den Ehering mitgenommen. Alter. Ist das furchtbar scheiße von uns eigentlich? Schon ziemlich böse. Wo war das jetzt so? Das war hier links irgendwo, oder? Vorne ist es, ja. Das muss der Felsen sein. Alter, O'Driscolls? Ach du Scheiße. Fährt schnell rüber. Holy shit. Diese Wichser. Easy, whoa. Die haben sogar ordentlich Kohle dabei gehabt. So, wo ist jetzt unser Felsen wieder? Ich habe mir aus den Augen verloren, da links. Ich glaube, dass es der hier ist. Hey. Oh! Langsam. Bleib mal du hier, Pferd. Das wird zu gefährlich. So, und ich glaube hier rechts, oder? Ah ja, da ist der Weg. Das ist er, glaube ich. Mal hier noch irgendwas. Mach bitte langsam, Alter. Ich habe keinen Bock runter zu fliegen. Schön sachte. Ich weiß nicht, ob wir hier noch richtig sind, Alter. Das scheint mir nicht richtig zu sein.
Das ist doch das hier. Zu 100%. An der Seite, wo der Felsen zu sehen ist. Es muss hier sein irgendwo. Nein, nein, ich bin tot, ich bin tot. Ich habe genau gewusst, dass das passieren wird. Alter, es ist doch zum Kotzen, Junge. Alter, mein Gott. Super Scheiße, Alter. Jetzt habe ich alles wieder verloren, ne? Ja, alles vom Pferderücken ist weg, aber gutes Meist habe ich eh noch abgegeben. Ey, ist das ein Müll, Alter? Ich weiß nicht, was das für eine Verarsche ist. Ich war da oben und da war nichts. Was zur Hölle war das bitte gerade für ein Move von unserem Pferd? Bis nach Afrika wollte ich springen. Okay. Das ist ja hier nicht links rum, das ist hier schon richtig rechts rum. Das ist ja auch falsch. Ich sehe hier keinen weiteren Weg. Alter, muss ich jetzt wirklich gucken im YouTube oder was? Das ist hier richtig. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwo einen Puma, Digga. Ja, geht da auch runter, wo ich bin. Aber es geht doch da nicht weiter. Doch, es geht da weiter. Oh mein Gott, das ist wirklich da an der Ecke unten. Es ist hier. Alter, ist das eine Frechheit. Oh, ich weiß, wo das ist. Das ist da, wo auch der Wolf ist, den man finden kann. Bitte mach langsam, Junge. Einfach nur wieder nach oben. Ah, ich hab nicht mehr gewusst. Ich hab gedacht, das sind immer noch so Steinhäufchen wie im ersten. Bin immer auf dem Schirm gehabt. So. Auf zum nächsten. Jack Matthews.
Mö. Hey there! Hey there! Yeah. So. You Chick Matthews? Oh, no, not me, sir. That's the greenhorn over there. Oh, and there he goes. So long, long shark. Damn it. Ist das ein Ernst? Get back here. You owe us money. Yeah. The more I chase, the more you owe. Taking your teeth as well. Soll mir irgendwas zustoßen, sind all meine irdischen Besitztümer hier aufbewahrt. Blow me down. You got the map. Do the decent thing. Es war mir ein Vergnügen. Also. Was haben wir denn hier? Du Scheiße.
geheimnisvolle Predigt. Zur zweiten Stunde unter den Halbmond ließen wir durch die Liebe und Gnade unseres Erlösers Kukobaba des Reisenden durch Zeit und Galaxien unsere sterblichen Hüllen zurück, damit sein Gefährt unseren Geist ins gelobte Reich bringen kann, um in Frieden und Macht zu leben bis ins 2000. Jahr, in dem wir für den neuen Auserwählten zurückkehren und ihn erneut auf dem Gipfel des Berges Shan preisen werden. In seiner Liebe werden wir auf ewig frohlocken. Der, das ist irgend so eine Sekte, Alter. Jetzt sind die alle abgenibbelt. Zigarettenbild. Dr. Hawthorne. Weiß aber nicht Alex Hawthorne, also nicht Captain der Unreliable. So. Oh, alles klar. Come on, girl. Idiot. Come on. Was zur Hölle? Das wird uns doch öfters noch passieren. Mit Sicherheit. Im ersten Teil waren die Pferde wie Panzer. Alter, hier fliegen sie gefühlt 50.000 Mal auf die Fresse. And I'll get it. If you didn't make it this week, who's to say you'll make it next? Don't you take that tone with me. I thought you said you loved... Lily, where's our money? What? That loan you took. It's payday. I'm sorry. I don't have it right now. Well, then. I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing. Except a lesson in damn manners. Meine Güte. Idiot. So ist es. Alone, won't you? You've got the debt. What do you want? I didn't steal that. It's a debt. Oh, damn it. You're lucky. He was here to pay for you, miss. Raubüberfall? Du Wichser, bleib stehen. Hold it right there. You stop, goddammit. Stop! Are you dead? Okay, I'm gonna beat the darn tar out of you. Just shut up, damn it. All right then. Ach du Drecksau mit Messer auch noch. Should learn how to shoot. Kleine Pussy, was du bist. Ach, jetzt tut er auch noch schießen. Who's talking now, huh? Ja, sag mal.
Das ist jedenfalls Tennessee Walker. Kentucky Settler. Oh, das hier sind ja die Merino-Schafe. Ja. Ja, so ein Ochse brauche ich. War doch nicht was? Komm mal her, Kollege. Aua. Schnauze. Nochmal zurück zum Lager. Kurz striegeln. Steady there. Scare away my dinner. Was ist denn für ein Viech? Oh, da ist so ein Dingens. Traumfängerbaum. Ist auch collectible. Einer von 20. Du hast in der Wildnis Traumfänger entdeckt. Finde alle Traumfänger, um ihr Geheimnis zu enthüllen. Erfahre das uralte Geheimnis, das den Traumfängern innewohnt. Oh. Good shot. Easy,
I know, girl. Just give me a second. Hier passiert. Der liegt einfach eine Leiche. Du Scheiße. Brief der Cornwall Kerosin und Teerwerke. Da unten ist was. Dinosaurierknochen, glaube ich, oder? Ja, tatsächlich. Auch mal eins gefunden. Eins von 30. Let's go, girl. So. Ja, da hätte ich gesagt, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dorthin, haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.